Hey Leute, Coach Steph hier und heute mit der Frage, kann man durch Bodyweight Training dicke Arme aufbauen? Natürlich kann man auch mit Bodyweight Training dicke Arme aufbauen, weil dein Muskel ist erstmal scheißegal, welche Übung du machst. Der hat ja keine Augen. Der sieht nicht, ob du eine Kurzhantel in der Hand hast, eine Langhantel, SZ-Stange, das Kabel vom Seilzug oder ob du nur mit deinem eigenen Körpergewicht trainierst. Das Einzige, was der Muskel kennt, ist der Widerstand, die mechanische Last, die Time under Tension, die Wiederholungszahl, die du machst, wo er arbeiten muss. Darauf kommt es an, aber nicht, was du tatsächlich als Widerstand verwendest. Das Ding ist, dass man mit dem eigenen Körpergewicht nur weniger Übungen zur Auswahl hat. Man kann die Arme fast kaum isoliert trainieren, was ja auch nicht der Sinn von Bodyweight Training ist. Und im Fitnessstudio hast du halt allerhand Equipment, Geräte rumliegen, wo du jeden einzelnen Winkel mit Gewicht, verschiedenen Intensitäten treffen und steigern kannst. Bei Bodyweight Training musst du ein bisschen kreativer werden, aber deswegen seid ihr hier auf dem Kanal und habt abonniert. Und falls nicht, solltet ihr es tun. Von daher habe ich heute 4 Übungen für euch, für den Bizeps und Trizeps. Und wir werden das eigene Körpergewicht nutzen und uns so in die Lage, in die Position bringen, dass es wirklich hart ist, für die Arme die Übung auszuführen. Dementsprechend haben wir auch einen intensiven Reiz und haben auch einen Muskelaufbaureiz gesetzt. Das Ganze ist ein Finisher-Workout, heißt, ich mache das nach meinem eigentlichen Training. Ich habe gerade den Oberkörper trainiert und habe jetzt noch ein bisschen Power und will die Arme noch mal ein bisschen ausbrennen. Dafür ist das heute gedacht. Und wir machen von jeder der 4 Übungen so viele Wiederholungen wie möglich und machen die direkt hintereinander wie einen großen Satz. 1, 2, 3, 4, das ist eine Runde und davon machen wir heute 3 Stück insgesamt. Kommen wir zur Technik. Ich erkläre euch, wie die Übungen funktionieren, damit ihr wisst, was ich nachher von euch haben will. Und die erste Übung sind die Headbanger für den Bizeps. Braucht euch nicht wundern, wenn ihr die Übung nicht kennt. Die ist auch sehr unbekannt, die ist aber richtig hart und mit die beste Übung, was ihr Bodyweight für den Bizeps machen könnt. Gehen dazu an die Klimmzugstange im Untergriff, damit auch der Bizeps wirklich arbeitet. Hier einmal hoch, geh mit dem Kopf auf Stangenhöhe und fang jetzt an, nach vorne und nach hinten zu wippen, als ob wir den Kopf gegen die Stange hauen wollen. Ja, und arbeiten hier. Und versuchen wirklich dabei, auch den Arm so weit wie möglich zu strecken und hier wieder ranzubringen. Und eben durch diesen Schwung habt ihr eine enorme Spannung hier auf dem Bizeps, werdet ihr aber dann aber merken. Wir gehen weiter. Die zweite Übung, wie gesagt, direkt im Anschluss sind die Dips. Gehen hier in die Dipholme. Und was wir machen, wir bleiben möglichst aufrecht. Weil wenn ihr nach vorne geht, wisst ihr ja, Brust, wenn ihr aufrechter bleibt, mehr den Trizeps. Also hier ran, aufrecht bleiben, runter. Und dann arbeiten wir hier, atmen nicht vergessen. Und wenn ihr aufrecht bleibt, könnt ihr nicht so weit runter, als wenn ihr euch nach vorne neigt. Also guckt drauf, was eure vordere Schulter macht. Gehen weiter, dritte Übung, wieder an die Stange, machen die Chin-Ups. Ihr müsst überlegen, im Englischen Pull-Up, Obergriff, Chin-Up. Untergriff, weil hier kriege ich mein Kinn tatsächlich über die Stange, beim Klimmzug nicht. Der Chin-Up ist tatsächlich die zweitbeste Übung, die den Bizeps am meisten anspannt nach den Konzentrationscurls. Also wie gesagt, auch wieder hopp, Untergriff, hoch, runter, hoch, runter. Und oben könnt ihr dann so eine halbe Sekunde halten, kontrolliert arbeiten, kontrolliert runterkommen. Und die letzte Übung, die vierte Übung wieder für den Trizeps, sind die Diamond Push-Ups. Hier gehen wir runter, Hände zusammen, auf den Boden, hoch. Halten Körperspannung dabei, arbeiten hier schön kontrolliert. Und wichtig ist tatsächlich, dass ihr hier mit den Händen zur unteren Brust zielt und hier nach vorne drückt. Klar, ihr habt auch die Brust drin, bei den Bizeps-Sachen habt ihr auch den Rücken drin, aber ihr merkt am Ende wirklich eure Arme. Und damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie so ein Workout dann aussieht, wenn man es tatsächlich durchzieht, zeige ich euch eine Runde, wie ich sie machen würde, als wenn ihr jetzt nicht da wärt. Also, let's go. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I want a tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us. Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through their ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing the scraper, that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we major, still independent but no label. For now I'm going hard enough that the streams will lead to a house by the beach. All of this done with the speech. Feeling
in my pockets for now, for later. I want the picket for some sign of the neighbors. I used to skip out on the payments. Nowadays I tax for the labor. Dog on the line, you ain't tapping in. I'm staying clear, fake rapper friends. Kamikaze on a traffic cam. Only one shot to navigate the labyrinth. I'm keeping it lit, burn it down to the ash. My life ain't much more than imagined. I got where I'm at with the passion. Traded all to live it backwards. Das war jetzt, wie gesagt, eine Runde. Ihr macht davon bitte drei Stück. Und zwischen den Runden könnt ihr so circa 60 bis 90 Sekunden Pause machen. Und falls ihr Equipment braucht, Klimmzugstangen, Dipbaren, dann schaut bei den Jungs von klimmzugstangen.de vorbei. Das ist alles made in Germany, high quality, aus Edelstahl, rostet nicht. Es gibt Klimmzugstangen für die Decke, für die Wand, für den Balken, für den Flur, Maßanfertigungen. Also es ist wirklich geiles Equipment. Und es gibt nichts Blöderes, als wenn ihr trainieren wollt und euer Equipment funktioniert nicht so, wie es eigentlich soll und ihr könnt nicht das machen, was ihr eigentlich machen wollt. Von daher investiert lieber einmal Geld und habt euer Leben lang, ja, die Dinger gehen nicht kaputt, als sonst irgendein Amazon-Plastik-Billig-Scheiß. Von daher kann ich euch nur raten, Link ist unten in der Infobox. Und falls ihr mehr Bodyweight-Workouts haben wollt, mehr Technik, mehr Live-Workouts zu mitmachen, solltet ihr meinen Kanal abonnieren. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging and miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted.